Die Ruhrpottschnauzen sind wieder da. Mit tierisch guten Geschichten aus dem Zoo Duisburg. Mit fröhlichen Fliegern, anhänglichen Gefährten und mutigen Plagegeistern. Mit stillen Genießern und lautstarken Rabauken. Heute bei den Ruhrpottschnauzen Wasserspiele, Körperpflege für die Dickhäuter. Liebeswerben, Vorspiel auf Wombatart. Männchen oder Weibchen, Geschlechtsbestimmung beim Erdmännchen-Nachwuchs. Und Schwerstarbeit, anstrengender Start ins Kükenleben. Elefanten sind sensibel. Das Vertrauen der großen Grauen müssen sich ihre Pfleger geduldig erarbeiten. Peter Schröer arbeitet seit 30 Jahren mit den Elefanten. Klaus Willebrand erst wenige Monate. So, Daisy. Noch ein Frühstücksbrötchen gefällig? Bitte schön. Nein, die anderen sind nicht für dich. Nein. Also ich bin jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr hier im Elefantenhaus. Und so ganz langsam gewöhnen sowohl die Tiere sich an mich, als auch ich mich an die Tiere. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich geht. Das dauert seine gute Zeit. So ein, kann bis zu 3-4 Jährchen notfalls dauern. Das will ich nicht unbedingt hoffen. Aber im Grunde und ganz, im Groben und Ganzen läuft das alles gut. Daisy, hör auf! Die sind nicht für dich, Diane. Bei neuen testen Elefanten gerne ihre Grenzen aus. Da hilft es, wenn ein vertrauter Mensch in der Nähe ist. Ja, also ich bin immer noch dabei, das ist ganz klar, damit wir das Ganze einfach noch näher an ihm ranbringen, auch Sicherheitsgründen, weil das dauert seine Zeit und es wird auch eine ganze Zeit lang noch so gehen, dass immer einer von den eingewöhnten Pflegern quasi immer in seiner Nähe ist. Wir versuchen zwar den Abstand immer weiter zu vergrößern, aber wenn wir in der Nähe sind, ist das für die Tiere schon ein Zeichen, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein und es wird dann für ihn auch leichter. Über Nacht wälzen sich die Riesen gerne im eigenen Mist. Darum ist die Morgendusche Pflicht und Genuss zugleich. Heute gibt Klaus den Bademeister für das anspruchsvolle Damentrio. Dass er jetzt so nah an die Tiere ran kann, das ist ganz einfach, dass er die ganze Zeit schon hier ist. Also das kann nicht jeder. Also einer, der neu hier reinkommt, den würden die Elefanten beiseite schieben, den würden sie nicht akzeptieren. Und das kann also, wie gesagt, wirklich nicht jeder. Das ist Gewohnheit. Die Tiere kennen ihn mittlerweile. Und jetzt ist es einfach eine Sache, dass die Tiere ihn auch als Führungsposition akzeptieren. Und das ist das, was eben noch eine Zeit lang dauert. Denn wir sagen immer, mit Elefanten umgehen, entweder man hat's oder man hat es nicht. Und das hat der Klaus eigentlich ganz gut. Also da haben wir, glaube ich, einen guten Griff mitgetan. Klaus, guck mal, dass du da den Elefant immer weiter zurückhältst. Wenn er so vorne ist und die Zähne auf den Boden setzt und du stehst mit dem Rücken vor dem Gitter, dann geht das nicht. Dann ist die Gefahr zu groß, wenn er mal nach vorne rutscht, dass du vor dem Gitter klemmst. Also den Elefant immer weit nach hinten setzen, damit du genügend Spiel im Rücken hast. Ja? Okay. Viele kleine Dinge, die im Umgang mit den großen Tieren in Fleisch und Blut übergehen müssen. Nun ist gut. Nach einem Formtief hat Killer Wombat Boni zu alter Stärke zurückgefunden. Revierleiter Mario Kindemi freut das sehr. Wir hatten den Boni ja mit Roxy zusammen in der neuen Anlage. Und wir haben dann festgestellt, dass der Boni da dramatisch abgebaut hat, körperlich, aber auch geistig. Der ist ganz abgestumpft gewesen, war ganz neben der Kappe. Und wir haben dann festgestellt, das ist einfach die Nähe gewesen in der neuen Anlage zu den Besuchern, durch die Scheibe nur getrennt. Und er hat halt so ein ausgeprägtes Ego, dass er nicht verkraften konnte, dass die Leute nicht weggelaufen sind, wenn er da gegen die Scheibe gerannt ist. Und dann hat er auch noch einen Stromschlag gekriegt, da war er ganz... Und dann haben wir gesagt, so geht's natürlich nicht, wir wollen die Tiere hier nicht brechen. Also haben wir ihn wieder zurückgepackt hier in die alte Anlage und hier fühlt er sich jetzt sichtlich wohler wieder. Der rennt rum, verjagt die Emus, verjagt die Kängurus. Boni, komm mal her, komm mal, ja komm wieder her. Da kommt er auch sofort, der reagiert sofort, wenn man ihn wieder ruft, das hat er alles vorher nicht gemacht. Er kommt jetzt halt nur noch zur Paarungszeit rüber auf die neue Anlage und darf sich dann da eventuell verpaaren. Leider haben wir nur ein Weibchen, die Roxy. Und der Roxy haben wir jetzt mal leichter gemacht, und zwar nicht den bösen Boni dazu, sondern den Milton. Wir haben noch ein Männchen, den großen Milton. Und der ist vom Charakter wesentlich softer, ist nicht so macho. Und jetzt versuchen wir erstmal, ob Milton und Roxy zusammen Babys machen möchten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist wieder Boni dran. Also es wird immer ein reger Wechsel hier stattfinden. Ob Roxy für Milton empfänglicher sein wird?
Das wird sich gleich zeigen, wenn beide draußen sind. Doch die Bomberdame lässt sich ziemlich bitten. Weiter. Durch den Schieber. Durch den Schieber. Geh. 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 Prima. So ist gut. Die Roxy ist ja schon länger hier in der neuen Anlage und der Milton jetzt knapp 2 Wochen. Und die haben schon jetzt nachts schon mal Kontakt durch diesen Sichtschieber oder hier nur durch diese Gitter. Aber zusammen waren sie erst einmal ganz kurz. Und da war er ja freundlicher als der Boni. Nicht ganz so wild. Aber so, ob sie sich wirklich bis zum Ende verpaart haben, da konnten wir leider nicht sehen. Deswegen werden wir es heute noch mal versuchen, weil der Boni drüben uns so deutliche Signale sendet, als ob die Roxy heiß ist. Die Roxy selber sendet uns gar nichts. Jetzt müssen wir einfach wirklich versuchen, welcher Wombat passt auf welchen und welcher bringt erste Zuchterfolge. Das ist eben ganz wichtig. Es gibt keine Erfahrungswerte. Wir selber haben die in den 70er Jahren nur einmal nachgezogen, mit anderen Wombats natürlich und danach nie mehr wieder. Und in anderen Zoos gibt es sie nicht. Ganz Europa nur 9 Wombats insgesamt, 5 leben hier. Und da ist eben die Zucht für Wombats ganz, ganz jetzt mit aller Macht voranzutreiben. Und alles, was wir jetzt entdecken an Wombats, ist Neuland für uns. Wir müssen da jetzt wirklich Neuland beschreiten. Und auch andere Zoos, die dann eventuell mal Wombats halten wollen, können dann letztendlich davon profitieren. Und du bist einer von unseren Versuchskaninchen. Der Nachwuchs der Erdmännchen ist prächtig gediehen. Heute ist die ganze Familie im Haus versammelt. Der Tierarzt kommt zur Visite. Hallo, Herr Driesen. Hallo, Herr Hartmann. Tag zusammen. Hallo. Ja, wir haben hier unsere Erdmännchentruppe. Das sind 3 erwachsene Tiere und 3 Subadulte, also fast Erwachsene. Und die wollen wir jetzt gleich mal in die Hand nehmen und eine Geschlechtsbestimmung vornehmen. Des Weiteren die mit Transponder versehen. Also das ist so ein kleiner Chip, der eine Nummer enthält, damit die Tiere halt dauerhaft markiert haben. Ja, und primär geht es halt darum zu gucken, was die Tiere für ein Geschlecht besitzen. Wir bevorzugen dafür diese Transponder, weil sie eigentlich einzigartig sind. Man kann sie auch nicht rausoperieren oder ähnliches. Das heißt, das Tier ist wirklich lebenslang identifizierbar. Und es ist eine schönere Methode als Ohrmarken oder andere Methoden, die man von außen sieht. Der Besucher sieht hier von nichts. Die Tiere haben keine großen Schwierigkeiten damit. Sie können nirgendwo hängen bleiben, was ja bei Ohrmarken auch manchmal der Fall ist. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz positive Art der Markierung. Der Nachteil davon ist, wenn wir sie noch mal genau identifizieren wollen, dann müssen wir sie wieder in die Hand nehmen. Und dann fängt das ganze Spiel, das Geduldsspiel, um sie reinzubekommen, wieder von vorne an. Aber wir haben ja Zeit. Draußen in den verzweigten Gängen der Erdhöhle hätte Christian keine Chance. In der Holzkiste machen ihm nur die spitzen Zähne der kleinen Kerle zu schaffen. Wir versuchen gerade festzustellen, welches Geschlecht die Erdmännchen hier haben. Wir möchten natürlich wissen, sind es Jungs, sind es Mädels? Wir müssten sie auch in der Zukunft auseinanderhalten können. So, also hier spüre ich, auch wenn es von außen gleich aussieht, hier spüre ich innen drin keinen Penis. Das spricht dafür, dass es ein Mädchen ist. Jetzt bekommt ein Nummernschild. Ein bisschen weiter nach vorne passen. Der Chip wird unter die Haut gespritzt. Das kleine Erdmännchen ist sauer. Gut. Ilka, kannst du noch mal ganz kurz den Schieber aufmachen, bitte? Dann setz ich den mal rüber. Ja, jetzt kannst du wieder zumachen. Bei Elefantenbulle Shaka hat jeder neue Pfleger schlechte Karten. Peter Schröer erklärt, warum das so ist. Klaus und Shaka, da wird immer ein bisschen problematisch bleiben. Also da können wir eigentlich froh sein, wenn er so weit ist, dass er ihn duldet. Er wird ihn nie hundertprozentig akzeptieren. Kannst ihm ruhig geben. Weil es einfach ein Neuling ist, der da neu eingedrungen ist. Wir als 3 Stammpfleger, die kennt er von klein an, vom ersten Tag an, wo er hier ist. Und wenn dann neue dabei kommen, die haben immer Schwierigkeiten. Und das wird so weit sein, dass er ihn duldet, aber er wird von ihm nie großartig Kommandos annehmen. Also das wird ein bisschen schwierig werden. Wo auch der Unterschied zum Klaus noch ist, ist einfach, dass man ihn sieht, wie tritt er einem gegenüber, wie schaut er einen an, wie nähert er sich einem. Das ist beim Klaus immer noch so, dass er da eben irgendwo immer so ein bisschen Abstand hält. Ein Laie mag es vielleicht nicht genauso sehen, da muss man das Tier genau für kennen. Aber es ist schon deutliche Anzeichen,
wo da Unterschiede zu sehen sind. Selbst die Altenpfleger versorgen Chaka nur durch das Gitter. Ein Bulle ist unberechenbar, wenn auch nicht immer ein Held. Hey, ja, du wasserscheuer Vogel. Er ist wasserscheu. Wenn der das erste Mal, wenn er einmal nass ist, ist gut. Aber bevor er dann nass ist, das dauert immer so ein bisschen. Dann wieder erst ein bisschen auf Seite, aber der kommt gleich. So, komm her. Ichke. Ja. Warte, lass mich doch mal essen hier. Chaka steckt mitten in der Pubertät. Manchmal ist er aggressiv, manchmal verspielt. Wie ein Menschenkind. Also, gibt's mal eben noch Brot? So, Chaka. Fertig. Oh, ist fein. Hat ja lang gedauert heute Morgen, ne? Kleiner Simpel, du. Milton ist zwar etwas sanfter als Macho Boni, aber auch er weiß, was er will. Roxy soll rauskommen. Die Nacktnasen-Wombats leben in so lockeren Familienverbänden, nenne ich das mal so. Die kommen schon zusammen, die sitzen auch gemeinsam auf der Wiese nachts und fressen dann eben halt. Aber so jeder hat seine eigene kleine Höhle und duldet in der Regel auch keinen anderen Wombat da drin. Feste Partner haben die nicht. Das, was wir so wissen jetzt hier und von Beobachtung aus der Natur, verpaart sich jeder starke Wombat mit jedem Weibchen, das möchte oder dass sich das gefallen lässt. Milton, wo ist die jetzt? Er ist auch ein erfahrener Wombat-Zuchtmann. Er hat auch schon mal in Australien Nachwuchs gehabt. Und vom Verhalten her passt er eigentlich besser zu ihr. Da kommt sie so ganz zaghaft, kommt sie jetzt so um die Ecke. Roxy! Komm! Ja, man hört die schmatzen so. Na, das ist jetzt so ein Unwohlseinsbekunden. Das machen die Wombats, wenn die hochaggressiv sind oder nervös. Und bei ihr ist sie jetzt nervös. Und jetzt riecht sie, versucht sie Witterung von ihm zu kriegen. Ah, jetzt hat er sie gesehen. Jetzt kommt er. Ja, ist schon mal gut. Sie gucken sich an. Jo, wunderbar. Der erste Eindruck scheint allerdings nicht der beste. Schimpfend macht sich die Dame aus dem Staub. Was einen Menschenmann wohl nachhaltig kränken würde, schreckt einen echten Wombat aber noch lange nicht. Mario ist zuversichtlich. Die jagen und treiben sich eigentlich immer vorher. Das ist also nicht, dass sie sich sehen und denken, so jetzt. Sondern der muss wirklich animiert werden auch. Sie muss auch ein bisschen müde gerannt werden erst vorher. Und deswegen ist er auch potenziell eigentlich so ein bisschen aggressiv zu ihr erstmal. Also so, das ist Wombat-Vorspiel, sag ich mal so. Die animiert ihn eigentlich auch immer wieder, indem sie extra nah an ihm vorbeirennt und ihn anschreit, wenn er sie nur anguckt, dass er sie wirklich jagen soll. Also und jetzt sieht man auch an ihrem Geschlechtsteil, dass sich das verändert durch dieses Rennen und dieses Treiben. Schwillt das alles an, die ganze Durchblutung wird wahrscheinlich stärker. Und vielleicht ist das wirklich so zwingend nötig, dass sie sich eben so lange treiben und jagen müssen. Christian hat die undankbare Aufgabe, Tierarzt Hartmann die Erdmännchen zur Geschlechtsbestimmung anzureichen. Doch die ist bei diesen Tieren gar nicht so einfach. So eindeutig ist man nicht, ne? Nee, ich fühl hier innen drin, bei dem ersten habe ich eindeutig innen drin ein Penisgefühl. Ja. Doch, Moment. Doch, hier ist ein Penis. Der kleine Erdmann ist noch nicht fertig. Das ist jetzt unsere zoo-übliche Methode. Sie bekommen einen kleinen Chip unter die Haut. Das ist ein kleiner Piekser, aber danach haben Sie ein Nummernschild auf Lebenszeit. Und wir wissen, wer es ist und aus welcher Generation Sie stammen. Das müssen wir jetzt aber noch einmal ablesen. Da treten dann schon die Probleme auf. Nein, alles in Ordnung. Okay. Alle drei Erdmännchenkinder haben ihr Erkennungszeichen. Doch bei den Geschlechtern ist sich Manuel Garcia Hartmann nicht ganz sicher. Sie sind noch so klein, dass sich die äußeren Geschlechtsorgane doch sehr, sehr ähneln. Ich glaube, das erste waren Männchen und die anderen beiden waren Weibchen. Aber wir werden das noch mal machen müssen in ein paar Monaten. Aber bis dahin haben sie auf jeden Fall einen Chip. Das heißt, wir wissen, wer ist. Und damit ist eine eindeutige Identifizierung auch möglich. Bauarbeiten im Wolfsgehege.
Die Anlage wird modernisiert mit schwerem Gerät. Während der Bauphase müssen die 6 Schneewölfe so einiges in Kauf nehmen. Wohnen auf engstem Raum und dann noch der Krach. Hallo, keiner zu Hause hier? Hm? Bisschen arch-hektisch heute mit dem Radlader, wa? Hallo. Hallo. Helmut Törkel kennt seine Schützlinge kaum wieder. Selbst eine saftige Rinderhälfte lockt die Wölfe nur zögerlich aus dem Versteck. Was ist los? Heute zu viel Hektik, hm? Aber wir sind in der Endphase. Dauert nicht mehr lange. Ja, wir sind ja seit einiger Zeit hier schon die Anlage am Umbauen, weil wir hatten seinerzeit ein ziemlich großes Loch hier in der Ecke. So, und ehe die Wölfe sich unter der Mauer durchbuddeln, haben wir lieber gesagt, machen wir es vernünftig sicher. Na ja, gut, normalerweise sind die 6 absolut cool mit dem Sand hier hin und her. Da sind sie wohl ein bisschen scheu jetzt im Moment. Normalerweise kommen die raus, fangen sofort an zu fressen. Ja, oder ziehen sich rein. Das geht also sehr, sehr schnell. Kann natürlich auch sein, dass sie heute nicht ganz so viel Hunger haben. Obwohl, ja, ist ja gut, Mädel. Aha. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit die hier sind. Stahl und Beton sollen künftigen Grabungen der Wolfsfamilie Grenzen setzen. Dazu muss der alte Boden erst einmal abgetragen werden. Hier kann man jetzt noch schön sehen. Das sind so Baustahlmatten. Die sind also 2 Meter in den Boden eingebracht worden. Dann sind die hier mit der Wand verbunden worden, festgeschweißt, sodass die Tiere, wenn sie hier raus wollten, müssten sie also Minimum 2,50 Meter tief buddeln. Und das Gelände hier auf der anderen Seite ist ja noch gut 70, 80 Zentimeter höher, müssten dann also so hoch. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass sie es nicht tun. Das erste Loch hatten wir im Prinzip bei unserer Hündin. Wir wussten, sie war tragen vor zig Jahren. Und war sie morgens verschwunden. So, dann sind wir auf die Anlage und haben die gesucht. Und durch einen Zufall haben wir im unteren Bereich eine Höhle gefunden, wo wir allerdings da nicht reingegangen sind, weil sie steckte da drin, hat sie nämlich drin geworfen. Und das hat die mal eben über Nacht gemacht. Und ich meine, buddeln tun die eigentlich sowieso gerne. Die haben nachher so im Laufe der Jahre haben die diese eine Wurfhöhle ja im Prinzip fast zu einer ganzen Wohnung ausgebaut. Also dass wenn wir da drüber gelaufen sind, das war jetzt das Problem, als wir das erste Mal mit dem Radlader hier reingefahren sind, als wir die Anlage umgebaut haben, der ist ja fast eingebrochen. Wir mussten also erst mal gucken, wo haben die jetzt ihre Gänge, aber ist gut gegangen. Peter und Klaus begleiten die Elefantendamen zum Badeteich. Ein bisschen Überredungskunst und eine Dusche vorab erleichtern Daisy, Etosha und Saiba den Einstieg ins kühle Nass. Weiter, Rainer. Ja, die Elefanten baden eigentlich im Prinzip sehr gerne. Es geht im Moment etwas ruhig zu, da es auch noch früher Morgen ist. Wenn sie länger warm waren, in der Hitze waren, dann baden sie ausgiebiger mit mehr Spaß. Aber Daisy sieht man jetzt auch, sie fängt an, sich hinzulegen, zu tauchen. Das ist natürlich das, was sie sehr, sehr gerne tun und viel Spaß dran haben. Hier ist natürlich jetzt noch der Anreiz des grünen Schilfstreifens, den sie natürlich dann auch gerne nutzen, um ihn dann leer zu fressen und abzugrasen. Hat den Vorteil, wir brauchen den nicht schneiden. Peter hat sich im Laufe vieler Jahre Respekt bei den Elefanten verschafft. Klaus arbeitet noch an seiner Anerkennung als Führungspersönlichkeit. Klaus muss jetzt im Prinzip darauf achten, dass die Tiere unter Kontrolle bleiben, dass sie nicht ausflippen, quasi im Rumtoben, dass sie dadurch unvorsichtig werden, ihm gegenüber. Und das geht eigentlich ganz gut. Zur Sicherheit bleibt Peter aber an seiner Seite. Sie sind heute sehr genügsam, sehr ruhig. Das kann manchmal ganz anders zugehen. Dann toben die hier wie so ein paar Geisteskranke, rennen raus in eine Schlammsuhle rein, wieder zurück in den Teich. Aber das hängt auch mit den Außentemperaturen zusammen und wie lange sie schon in der Wärme und in der Hitze waren. Bei den Wombats stockt das liebe Spiel. Während Roxy vor Energie strotzt, schleicht sich der Verehrer davon.
Sieht ja beim Milton ziemlich mau aus. Der ist wahrscheinlich echt zu schlapp. Ich werde jetzt einfach mal den Milton einsperren und dann durch den Tunnel den Boni reinlassen. Der will eh jetzt den ganzen Tag schon da durch den Tunnel. Vielleicht ist es doch Boni der Richtige und nicht Milton. Mal testen. Milton, du kommst rein jetzt. Milton braucht keine zweite Aufforderung. Die wilde Lady ist wohl zu viel für den sanften Nabber. Boni, komm mal, hier unten ist offen, komm. Komm mal rüber hier, komm. So, jetzt sieht das, wupp, Schieber ist offen. Und jetzt ziehen wir den zweiten Schieber und dann kommt er hier unten durch. Wo ist jetzt der Haken? Da ist er. Oh, wunderbar. Vielleicht braucht die alte Liebe ja nur ein bisschen Anreiz durch Konkurrenz. Hier liegt er so schön, der Po ist zur Seite gedreht. Also wenn jetzt das Männchen da hinten passend stehen würde, so wie es sich gehört, dann wird das passen. Er riecht jetzt hier überall den Milton, da muss er natürlich erstmal markieren. Deswegen ist er noch ein bisschen abgelenkt. Erstmal alles, was der Milton vorher gegraben hat und die Roxy wird jetzt erstmal schön als platt gemacht, verteilt. Er ist der Chef hier. Dann pinkelt er erstmal überall hin, wo die ihn gepinkelt haben, wie ein Hund. Und dann wird er sie gleich jagen. Zärtlichkeit ist eben nichts für Bombatz. Ein Verehrer, der zum Ziel kommen will, braucht Kraft und Ausdauer. Er ist jetzt wirklich aufgeregter als der Milton. Erstmal, weil er schon lange hier nicht war. Er ist schon doppelt aufgeregt. Und er ist im ganzen Wesen eben anders. Ja, das ist einfach nur imponierend, weil ich hier spreche. Deswegen muss er mir zeigen. Und jetzt reißt er alles vor mir hier in Schutt und Asche. Die ganze frisch eingesäte Wiese. Hast du eine Macke oder lass das sein? Ich gehe lieber hier weg. Sonst ist hier alles kahl gleich. Also selbst wenn er sich jetzt nicht verpaaren würde, weil vielleicht noch nicht der richtige Tag ist, dann wäre es trotzdem sinnvoll, dass man die jetzt noch mal getauscht hat. Sprich, der Konkurrenzdruck unter den Männchen wird höher werden, weil jetzt jeder hier überall hingepinkelt hat. Und ja, die Bereitschaft dann auch, um das Weibchen mehr zu kämpfen, sich mehr anzustrengen, wächst vielleicht. Vielleicht auch bei dem Dicken da drin. Mit einem neuen Gorilla ist auch eine neue Idee in den Zoo eingezogen. Safiri hatte ein gelbes Dreieck im Gepäck. Stefan der Linden hat nun auch den anderen Gorillas verschiedene Symbole mitgebracht. Mit den bunten Scheiben möchte er sie in Zukunft trainieren. Das ist ein sogenannter Station Block, dient dazu, dass man die Tiere an verschiedenen Punkten einfach fixieren kann. Und die Safiri kennt das Ganze schon und dann haben wir uns halt schon länger Gedanken darüber gemacht und jetzt, wo die Safiri hier hingekommen ist, haben wir es endlich verwirklichen können, dass wir für unsere Tiere jetzt auch verschiedene Symbole kriegen. Und ich bin jetzt gleich damit zugange, dass ich die halt einmal farblich markiere und dass jedes Gorilla oder jeder Gorilla von uns kriegt später halt ein eigenes Symbol. Für die Vizuri habe ich mir den Stern ausgesucht, dann haben wir einmal noch den Halbkreis, den habe ich mir für die Momo ausgesucht. Dann haben wir noch den Kreis für die dicke Dorle, wird die sich auch drüber freuen. Und Katu, markant, eckig, als Mann kriegt halt das Viereck. Für jeden Gorilla eine Form und eine Farbe. Die Tiere sollen lernen, welches Teil für sie bestimmt ist. Ich denke, dass es natürlich jetzt mal so ein paar Tage dauert, bis sie wirklich das Symbol mit sich selber verknüpfen. Und danach müsste es eigentlich so sein, wenn ich halt am Schaukäfig das Symbol für ein Kato hinhänge, dass er halt wirklich an seinem Symbol sitzen bleibt. Ist natürlich eine Wunschvorstellung, dauert natürlich auch ein bisschen, aber das ist halt auch immer wieder eine Herausforderung für uns, sowas auszuprobieren. Mit den verschiedenen Station Blocks könnte Stefan die Tiere an jeden Ort im Gehege dirigieren. Wichtig ist halt, dass ich das Dreieck weiterhin gelb mache für die Safiri und die anderen Farben kann ich eigentlich selbstständig wählen. Ich habe hier so ein paar Farben zusammengestellt gekriegt von unseren Handwerkern. Ja, und jetzt werden wir einfach so ein bisschen ansprühen hier. Stefan ist gespannt, ob die Gorillas überhaupt auf Farben reagieren. Farb sehen können die Menschenaffen definitiv. Ist natürlich so eine Frage, ob sie jetzt natürlich mehr auf Rot stehen oder mehr auf Grün. Also ich denke, dass es halt einfach für uns ein bisschen schöner aussieht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so stark darauf reagieren, aber das muss man halt alles mal ausprobieren. Seit 9 Monaten arbeitet Klaus jetzt mit den Elefanten. Heute soll er zum ersten Mal mit Desi spazieren gehen.
Ja, wir werden jetzt gucken, dass wir einen kleinen Fortschritt machen. Wir haben ja bisher immer auf der Anlage trainiert, dass der Elefant mitläuft, dass er sich an ihm schmiegt und mit in den Richtungen läuft, wie er möchte. Und das wollen wir jetzt quasi erweitern, indem wir das außerhalb der Anlage machen. Wir sind zwar hier noch in einem gesicherten Bereich, so dass nichts passieren kann, aber es soll ja im Endeffekt so aussehen, dass er später mit den Tieren auch alleine handhaben kann und auch in den Park gehen kann. Und das müssen wir aber schrittweise nach vorne bringen. Und das ist quasi jetzt so ein Mittelschritt, den man machen kann, damit er aus der Herde raus ist mit der Kuh. Die Kuh ist nicht mehr im Kontakt mit der Herde. Und damit wird sie schon schwieriger zu führen. Und dann kann er dadurch natürlich lernen, sie auch wieder weiterhin unter Kontrolle zu halten. Und ich werde mich dann immer weiter entfernen, sodass er immer mehr für sich alleine dasteht. Okay, ich halte die anderen zurück. Ja, okay. Ne? Zurück. So, jetzt mal. Zurück. Salber, Itosha. Zurück. Weiter. Daisy. Weiter. Komm hier vorwärts. Hier vorwärts. Und ho, hier steh. Da. Steh. Salber, da. Okay, und komm hier vorwärts. Hier vorwärts. Es ist eine Übung für beide Seiten. Klaus lernt die Führung. Daisy den Respekt. Gehst du durch bis hinten hin, Klaus, ja? Komm, ich bleib hier vorne. Hier vorwärts. Daisy hier. Peter lässt die beiden zwar ziehen, aber nicht aus den Augen. Das erste Hindernis ist grün und sehr appetitlich. Hier hoch, Daisy. Lass es. Ja, jetzt, er hat sie jetzt eigentlich gut im Griff gehabt, bis da hinten hin. Und da ist jetzt wieder ein Punkt, wo sie erst wieder versucht, ein bisschen auszuschreiten. Das ist jetzt nichts Böses, aber sie will einfach das Futter. Und das soll sie eigentlich nicht. Ja, bleib noch mal stehen, Klaus. Okay, Daisy hoch. Hier hoch. Wenn du stehen bleibst, Klaus, und lässt sie stehen, lass sie nicht so frei im Raum stehen. Halt die unter Kommando. Mhm. Dass sie nicht erst anfängt, durch die Gegend zu machen. Mhm. Und so mehr musst du machen, um sie dann wieder unter Kommando zu kriegen. Mhm. Okay. Ruhig stehen bleiben, aufpassen, dass sie in Anspannung bleibt, dass sie aufpasst. Mhm. Und dann wieder losgehen. Ja, sie nicht so aus sich entfalten lassen. Ne? Daisy gleich. Du kannst dann ruhig hier hingehen, wenn du dann mal stehen bleibst, ruhig mal nach einer kleinen Pause Futter aus der Tasche nehmen. Wollte ich gerade, hätte sie nicht nach dem Bambus gegriffen, hätte ich sie auch kurz belohnt. Genau, aber ich wollte nicht. Das ist aber, weil sie da wieder zu viel Luft gelassen hat. Dadurch hat die dann in den Bambus reingegriffen. Also, okay. Ne? Ja, alles klar. Stumpfkrokodile werden selten länger als 2 Meter. Sie haben zwar nur einen Muskel, um ihr Maul zu öffnen, aber 7, um es zu schließen. Peter Schulz ist entsprechend vorsichtig. So, mein lieber Freund, heute werden wir mal schön sauber machen. Ich weiß, dass du das nicht magst, aber jetzt machst du erstmal ein bisschen Platz hier. Ne? Guck mal. Ich weiß, komm, zurück, komm. Das geht nicht, du kannst nicht hier bleiben. Los, komm. Du sollst zurückkommen. Du weißt, dass das nicht geht. Komm, zurück. Weiter. So, ab nach hinten. Mach nicht die Welle. So, komm. Ja, kannst von mir aus auch da reingehen, aber gleich ist er auch raus. So. Ja, heute steht an, dass wir hier mal den Pool sauber machen. Und die Hauptaufgabe ist, glaube ich, die jetzt aufpassen, dass der nicht durch den Kanal rutscht. Dann werden die sich auf der Kläranlage wundern, wenn die da Krokodile liegen haben. Ja, das sind Stumpfkrokodile. Die sind ist eine kleine Art von Krokodilen, die auch sehr versteckt leben. Zentralafrika, Kamerun habe ich sie selbst schon erlebt. Da ist auch eine interessante Art von Krokodil, aber eben nicht so impulsant wie jetzt, sagen wir mal, großes Nilkrokodil, Leistenkrokodil oder so. Die Perlhühner sind eifrige Eierproduzenten. Um die Aufzucht der Nachkommen kümmern sich allerdings die Tierpfleger. Die Eier werden gesammelt und im Brutkasten ausgebrütet. 4 Wochen dauert es, bis sich die Hühnchen durch die Schale ins Leben picken. Eine mächtige Anstrengung für die gefiederten Winzlinge. Tierpflegerin Sandra Sinn sorgt dafür, dass es den Kleinen an nichts mangelt. So, wir unsere Perlhuhnküken, die sind gerade am Schlüpfen. Also da muss man gucken, dass genügend Wasser drin ist, damit die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, sonst trocknen die aus.
schütten wir jetzt schnell ein bisschen Warmwasser rein. Das Wasser ist für beides. Einmal für die Geschlüpften oder wenn die angefangen haben aufzupicken, damit die Eihaut nicht an den festklebt. Und für die Eier natürlich auch. Das dringt natürlich ein bisschen ein, die Luftfeuchtigkeit. Sonst kleben die fest und sterben ab, wenn sie nicht rauskommen. Die Eier sind von den Perlhühnern vom Kamelrevier und die Perlhühner dort sind draußen und die legen draußen die Eier. Deshalb, und nachts werden die eingesperrt und deshalb holen wir die weg, weil sonst kommen Füchse und alles Mögliche und die würden das gar nicht schaffen. Also wir haben hier ein Ei, wo das Küken jetzt in den nächsten ein, zwei Stunden schlüpfen wird, ist schon sehr weit. Ja, Schatz, das nehmen wir weg. Man sieht auch schön, wie das hier anfängt, wie sich's bewegt und alles. Klaus wird noch Monate, vielleicht sogar Jahre brauchen, bis ihn die Elefanten genauso respektieren wie den alten Profi Peter. Komm jetzt. Ja, wenn du ihr lecker gegeben hast, Klaus, eine kleine Pause. Ja. Und dann lässt du sie mal einfach zurückgehen, rückwärts gehen lassen. Mhm. Erst wieder unter Kontrolle bringen, Lese dass hier. Sie nicht rumpfschnabbelt hier. Hier. Ganz auf. Genau, aufpassen. Auf. Daisy, zurück. 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 Ja, da musst du schon drauf zugehen. Nachsetzen, nein. Daisy, nein. Hier. Klaus? So. Da musst du jetzt schon hingehen, wenn sie so steht und sie nicht richtig wartet. Mhm. Ne? Wenn du dann nicht arbeitest, dann ruhig nachsetzen. Nicht so lange warten, Ach so, bis sie es ausführt. Ich dachte, weil sie ein paar Schritte von mir weggehen soll, da dachte ich. Na, aber sie hat mich jetzt nicht hinterhergehen. Ja, gut. Dann musst du natürlich mal hingehen und dann hier. Na? Daisy, komm mal jetzt. Daisy, hier. Hier. Und hier, zurück. Easy, zurück. Und hier, zurück. Weiter, zurück. Zurück. Weiter, zurück. Da, also mit der Stimme arbeiten, dann ruhig mit dem Ankus mal einsetzen. Ja. Dass du sie ein bisschen damit schiebst, um deine Stimme Nachdruck zu geben. Und wenn du merkst, sie läuft, dann bleibst du stehen und lässt sie so weiter auf Distanz gehen. Okay? Ja. Okay, komm hier, machen wir nochmal. Stell dich erstmal richtig hin. So. Okay, Daisy, zurück. 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 Ab zurück. Ja, so zurück. Ist richtig. Zurück. Ja gut, das ist natürlich jetzt, dass der Elefant jetzt nicht alles sofort fließend abarbeitet. Daisy, wie es meinetwegen jetzt auf der Anlage war, ist ganz normal. Das ist natürlich klar, das ist eine neue Situation, das ist schwieriger. Ich bin weiter weg, die anderen Elefanten sind nicht da, eine andere Umgebung. Dann versucht der Elefant natürlich auch so ein bisschen so seine Sache zu machen. Und das ist jetzt ganz normal. Das ist eine ganz normale Reaktion, die da passiert. Und dass das nicht auf Anhieb sofort klappt, war auch klar. Ne? Aber es ist nicht so gravierend, dass man jetzt sagen kann, da kommt irgendwo ein größeres Risiko oder so. Das ist jetzt einfach eine Trainingssache. Wenn er das 3-4 Mal gemacht hat, dann spurtet der Elefant da auch. Also das ist kein Problem. So, und dann kannst du sie abrufen zu dir und dann hier reinbringen. Zurück, ihr beiden. Hier vorwärts. Los. Erste Übungseinheit außerhalb des Geheges erfolgreich beendet. Für beide ein hartes Stück Arbeit. Klaus muss sich nicht nur Respekt verschaffen, sondern auch das Vertrauen der grauen Riesen gewinnen. Und das braucht Zeit. Man konnte sehen, dass das Ganze eigentlich ganz gut gelaufen ist. Man konnte sehen, dass innerhalb der Arbeit gute Fortschritte nach vorne gemacht worden sind. Und ich denke mal, wenn wir das ein paar Mal wiederholt haben und er dann dadurch auch immer selbstsicherer wird, wenn er sieht, wenn er Klaus sieht, es kommt, es funktioniert, dann glaube ich schon, dass wir da jetzt ganz schnell vorankommen. Na Klaus, so. Ja. Alles klar hier, Mädels. Das war's erstmal für jetzt. Jetzt muss der Job weitergehen. Genau, geht spielen. 2-mal pro Woche wird das Wasser im Krokodilpool ausgetauscht. Peter Schulz betritt die Anlage. Allerdings mit Vorsicht. Nicht erschrecken, Jungchen. Kennst das Spiel, doch. So. So, dann wollen wir mal die Sicherheit ausbauen. Die lassen wir schön in der Nähe hier stehen. Im Notfall direkt wieder reinschieben können. Was ich jetzt hier mache, kann man mit einem großen Krokodil eigentlich nicht so machen, dass ich jetzt hier bis auf einen Meter dran stehe. Aber die überlegen sich sehr gut, ob sie jetzt nur angreifen sollen oder nicht, weil sie selbst eigentlich Opfer sein können. Die fressen eigentlich alles, was von der Größe her für sie machbar ist. Also viel Geflügel, kleine Reptilien, fressen sich auch halt gegenseitig. Also wenn ein Junges erwischt, dann ist er auch weg. Das ist halt die Natur und die natürliche Auslese. So, sei ganz ruhig, passiert dir gar nichts. Du kennst sie ja, ne? Siehst du? Das war schon alles. Er ist einfach ein Angstbeißer, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Er war viel kleiner wie sein Bruder.
Und wir haben den am Anfang behandeln müssen. Das heißt, ich musste ihn fangen. Hat er natürlich dann verloren und wurde auf den Boden gedrückt und so, dass mir der Tierarzt arbeiten konnte. Das weiß der alles irgendwo noch instinktmäßig und da muss man eben Löller aufpassen. Weiß eigentlich mehr vor lauter Angst, gerade ist er sonst gar nicht so böse, aber da muss man eben, das weiß man und da geht man auch mit um. Und sagen wir mal, das grobe Zeug schon mal einsammeln. Ja, das ist sehr wichtig, wenn wir auch mal Gegenstände hier finden, die die Besucher hier reinwerfen. Zum Beispiel hier sieht man schon Plastik und das könnten die fressen. Eine dumme Angewohnheit ist immer noch Geld reinzuwerfen nach dem Motto Glücksbrunnen. Aber ist vielleicht gar nicht so glücklich für die Tiere. So. Ja. Ist nicht so böse, ne? Dein Bruder. Die Arbeit hier ist schweißtreibend. Nicht so sehr wegen der körperlichen Anstrengung. Die Luft ist tropisch feucht. Dank Peter und hunderten Liter Wasser. Alles für das Wohlbefinden der kleinen Stumpfkrokodile. Sechs junge Hyänenhündinnen hat der Zoo Duisburg seit kurzem. Sie haben sich schnell eingelebt und kennen ihren Tierpfleger Hartmut Bolz mittlerweile gut. Wenn Hartmut naht, gibt es Fleisch. Das wissen die Tiere genau. Die Fütterung auf der Run-and-Fun-Anlage ist ein echtes Highlight im Duisburger Zoo. Ich bereite die Stücke vor, wo wir jetzt gleich mit fahren bei unseren Hyänenhunden. Und die sind natürlich recht schwer, weil wir recht große Stücke haben. Und die dürfen nicht sofort abreißen. Die dürfen aber auch nicht so widerborstig sein, dass die Hunde unsere Anlage auseinandernehmen. Oder wenn die zupacken und die fliegen dann zurück und die starken Knochen treffen dann die Hunde, dann haben die auch Angst davor. Und deswegen muss das so eine Zwischenlösung sein. Es muss Widerstand da sein, aber so ein Widerstand, den man brechen kann und nicht der zur Gefahr wird. Den Hündinnen läuft schon das Wasser im Maul zusammen. Sie können es kaum erwarten, dass die Futterseilbahn sich endlich in Bewegung setzt. Ja, seit knapp einer Woche, kann man sagen, haben wir die Sache langsam im Griff. Das heißt, wir haben ja ein paar Tage gebraucht, bis sich an das Gerät gewöhnt hat, dass es über Kopf ging. Dann haben sie erst ein paar Tage gebraucht. Wir fahren jetzt ab hier, machen erstmal eine kleine Proberunde. Okay. Die Tiere sind zur großen Jagd bereit. Ihre Vorgänger, zwei alte Wildhunde, hatten sich kaum noch zu den Anstrengungen aufraffen können. Ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Im Perlhuhn-Ei tut sich was. Nach rund vier Wochen sind die winzigen Küken zum Schlüpfen bereit. Sandra Sinn passt auf, dass alles reibungslos klappt. Also die Aktion, aus dem Ei rauszukommen, ist sehr anstrengend für das Küken. Es schaffen auch nicht alle. Woran das wirklich liegt, wissen wir nicht. Entweder krank, nicht vollständig entwickelt oder einfach zu schwach. Und man merkt, auch wenn die dann endlich draußen sind, die sind komplett fertig mit der Welt. Die schlafen erstmal, bis sie komplett trocken sind. Also die sind fix und alle. Der erste Schritt ins Perlhuhnleben ist der schwerste. Nur wer diese Anstrengung allein meistert, ist kräftig genug für die folgenden. Dass ein Küken innerhalb von einer halben Stunde schlüpft, ist doch relativ schnell. In der Regel brauchen die schon so zwei Stunden, bis sie komplett draußen sind. Deshalb auch die komplette Fertigkeit, wenn die danach draußen sind. Weil zwei Stunden für so ein ganz kleines, winziges Tierchen ist schon sehr, sehr heftig. Die kleinen Kämpfer erholen sich im warmen Brutkasten langsam von der großen Strapaze. Wo bist du da? Gut, den müssen wir ein bisschen sauber machen. Der ist hinten so ein bisschen verklebt, ein bisschen Reste von der Eihaut. Also hat er wohl nicht ganz geschafft wegzukriegen. Und bevor das ganz fest trocknet, machen wir das jetzt ein bisschen ab. Hier kam es raus. Schön, schön. Die Wildhunde warten sehnsüchtig darauf, dass es endlich losgeht.
Wenn Hartmut Bolz die Anlage in Bewegung setzt, beginnt die Jagd. Das Rudel erlegt die Beute gemeinsam. Doch wenn die geschlagen ist, fängt jedes Tier zuerst an sich. So, jetzt geht's los. Ja, ist doch klar, es sind 6 junge Tiere. Und die gehen natürlich alle noch ran und jeder versucht, das beste Stück da rauszukriegen. Deshalb haben wir auch so große Stücke. Sie gehen also alle 6 drauf und jeder versucht natürlich, das beste Stück zu erbeuten. Und das ist ja gerade das Interessante dabei, dass sie sich nicht hier anstellen, sondern die gehen, also bei der Jagd sind alle beteiligt und alle packen zu und alle fetzen das sofort auseinander. Wenn wir jetzt im Stall füttern oder so, dann geht der Ranghöchste hin, wenn Ruhe ist, und nimmt sich das größte Stück dann weg. Das ist dann ganz anders. Ja, aber bei der Jagd, da gibt es keine Gnade. Da packen alle 6 zu und dann fliegen nur noch die Fetzen. Wie es jetzt läuft, ganz gut, kommen wir damit klar. Weil die ersten paar Tage Eingewöhnung, dass sie das Gehege hier kennenlernen, akzeptieren. Klappt schon ganz gut mit dem Jagen. Also haben sich an die Maschine gewöhnt, an die Bewegung. Und besser geht es eigentlich nicht. Ne? Nach dem Schlüpfen brauchen die Perlhuhnküken vor allem Wärme und Ruhe. Dem jüngsten Winzling muss Sandra aber noch den Popo waschen. Ein wenig Hilfe nach dem anstrengenden Schlupf darf sein. Ich nehme jetzt ein bisschen warm Wasser, da wir das Küken ja ein bisschen von der Eihaut befreien müssen. Packe ich ein bisschen warm Wasser rein, damit ich das schön anfeuchten kann und das vorsichtig abholen. Und damit ich das nicht zu lang draußen habe und es nicht zu kalt wird, weil es ja doch noch ziemlich nass ist, bereite ich eben alles vor. So. Kleine Scheißerchen mal holen. Hallo. Ja. Ist gut. Geht ja schnell. Ihr könnt weiter schlafen. Ja, Schatzi. Ja, mopper du mal durch die Gegend rum. Das ist gut. So, ich mache einfach noch mal ein bisschen feucht, damit das wieder ein bisschen weich wird und ich das besser abziehen kann. Jawohl. Also höchstwahrscheinlich würden die anderen Küken dran zuppeln und das so nach und nach rausreißen. Da würde halt Federn lassen und so ist das halt eine etwas schonendere Art. Man gibt halt so ein bisschen Hilfe. Wie gesagt, den Rest hier kann ich nicht abnehmen, weil da ist noch der Nabel dran. Wie gesagt, aber das trocknet jetzt schön ein und fällt dann ab. Aber das ist schon gut so. Ja, darf's ja schnell wieder zurück ins Warme. Ja, ja, ja. Guck mal, darf's jetzt weiter schlafen. Ja. Bitte sehr. Und am Sonntag gibt's Kinospaß für die